Das Spiel der Woche am Tag der Deutschen Einheit in der Regionalliga Süd. SSV Reutlingen gegen Kickers Offenbach. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es spielt der Erste gegen den Fünften. Spielen die Kickers aus Offenbach gegen Reutlingen. Für uns Grund genug, hier den langen Weg nach Reutlingen für Sie zu tun, damit Sie dieses Spiel sehen können. Für die Kickers, das haben Sie selbst gesagt, ist es der Monat der Wahrheit, denn es warten in den nächsten Wochen einige dicke Brocken. Heute der Erste, nämlich der SSV Reutlingen. Wir wollen sehen, wie das Ganze heute ausgeht. Es wird sicherlich spannend und der Reporter in der ersten Halbzeit ist Florian Nass. Viel Spaß dabei. Wie Sie es gewohnt sind bei uns, zunächst mal der Blick auf die einlaufenden Mannschaften und natürlich auch auf die Mannschaftsaufstellung des heutigen Tages. Interessant dabei der Blick vor allem auf die der Offenbacher Kickers, denn da hat es einige Veränderungen gegeben. Mit Dietmar Roth heute ein neuer Mann in Reihen der Offenbacher Kickers, die heute mit den blauen Trikots auf den Platz gingen. Und da haben wir den neuen Mann, Dietmar Roth. Sein Wechsel hat ja für mächtig Wirbel gesorgt im Rhein-Main-Gebiet. Er kam ja vom FSV Frankfurt zum UFC und will es allen, so sagt er, nochmal beweisen. Vor allem natürlich sich selbst. Einwurf für Michael Köpper. Das Ganze nach 5-6 Minuten. Dann der Mann für die Ecken, Oliver Speth. Weiter Ball auf Kohlinger und gleich nochmal die Ecke, nachdem Thorsten Traub geklärt hatte. Auch von der rechten Seite Oliver Speth, der Mann für die Standardsituationen. Zurückgelegt auf Günter Meier, abgefälschter Ball, 1-0 für die Kickers, 6 Minuten gespielt. Eine Situation, die man schon öfter mal gesehen hat bei den Kickers. Wir erinnern uns zurück an das Aufstiegsspiel gegen Tennis Borussia Berlin. Auch da wurde mal der Ball zurückgelegt und dann kommt Günter Meier mit mächtig Dampf an. Er, der eine sehr gute Saison bislang gespielt hat und drischt den Ball hinein. Wie gesagt, noch abgefälscht, 1-0 auf fremdem Platz nach 6 Minuten. Ein Auftakt nach Maß für das Team von Hans-Jürgen Boysen. Dietmar Roth übrigens vor der Abwehr spielend, also im defensiven Mittelfeld. Die Antwort der Reutlinger, die schlecht gestartet sind in dieser Saison, die ja um den Aufstieg mitspielen wollten, aber schon 8 Punkte Rückstand haben auf die Kickers. Das war Robert Hofacker. Schauen wir uns nochmal an. Gute Schussposition. 10 bis 20 Zentimeter über den Kasten von René Keffel. Leicht Feld überlegen die Reutlinger nach etwa einer Viertelstunde. Wurzeliakos lässt sich da ausspielen und dann auf der Linie René Keffel gegen diesen Kopfball von Mario Marsch. Da ließen sich die Kickers erstmals überlaufen. Die Flanke von Hofacker und dann der Kopfball von Marsch. Keffel auf der Linie. Da haben wir ihn, den Unglücksraben aus dem letzten Spiel, als er sich den Ball selbst reinstupste in der Partie gegen die Amateure des FC Bayern München. Freistoß für die Kickers. Die Schiedsrichterentscheidungen heute im Mittelpunkt des Interesses an Dr. Franz Xaver Wack schieden sich heute noch die Geister. Dazu später mehr. Stefan Simon. Und Marco Lang. Das Ganze in der 17. Minute. Ein gutes Spiel in dieser ersten Halbzeit. Abwechslungsreich. An den Pfosten. Wäre Keffel nicht mehr rangekommen, das ist Armin Fee, der Trainer des SSV Reutlingen. Sie kennen ihn vielleicht noch aus der Zeit beim TSV Vestenbergskreuth, als er mit seiner Mannschaft im DFB-Pokal die großen Bayern ausschaltet. Simon. Gegen Klaus Mirwald. Dann Langner. Eigentlich keine Gefahr, das ist er drin. Oliver Roth in der 26. Minute ein Tor, Marke Oliver Roth. Ein unmögliches Tor eigentlich. Langner zögerte zu lange und dann hielt Oliver Roth einfach mal den Schlappen hin und dann ist er drin. 0-2, 26 Minuten gespielt. Ein böser Abwehrschmitzer von Marco Langner. Sayaya und dann Adube. Foulspiel. Eigentlich ein klares Foulspiel für meine Begriffe auf den ersten Blick. Und es gab auch Gelb und Rot, aber gegen Gottfried Adubo, nicht gegen Michael Köpper. Denn Schiedsrichter Wack entschied auf eine Schwalbe.
Michael Köpper sagte später, eine richtige Entscheidung. Wir wollen es genau sehen. Er trifft ihn. Eindeutig. Es hätte hier, für meine Begriffe, Elfmeter geben müssen. Also ab dieser Situation, ab der 31. Minute Überzahl für die Kickers. Ziegler. Aber Koutsoliakos klärt zur Ecke. Weiter 2:0 für die Kickers, die nun alle Trümpfe natürlich in der Hand haben. Über die linke Seite gab es des Öfteren Probleme für die Offenbacher Abwehr. Probleme bei Keffel. Und es blieb beim 2:0. Das also war die erste Halbzeit. 0:2 auf des Gegners Platz. Olli, das Publikum ist sauer auf den Schiedsrichter wegen dem Foul von Michael Köpper. Wie hast du es gesehen? Ja, kann ich nichts so sagen. Also für mich hat es schon ein bisschen wie Fallen ausgesehen, aber vielleicht hat er ihn erwischt, ich kann es nicht sagen. Du warst stinksauer da am Ende. Was los? Ja, wir spielen nicht gut, wir führen 2:0. Ja, keine Chance bis oder eine Chance gab, 2:0 geführt. Das Tor war schon sehr kurios. Ja, sag mal entweder clever dazu oder glücklich, kann man sich aussuchen. Zweite Halbzeit, dein Ausblick? Ja, wir müssen besser spielen, weil sonst reicht hier in Reutling auch ein 2-Tore-Vorsprung nicht. Und wir müssen uns da schon erheblich steigern, um hier die 3 Punkte zu holen. Alles klar, ab in die Halbzeitkabine, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt nach Frankfurt in dieser Halbzeitpause zur Rubbellosziehung. Und dort ist Gabi Bock für Sie. Viel Spaß dabei. Danke an die Ziehungsgäste in Frankfurt. Danke an Gabriele Bock. Glückwunsch an alle Sieger. Der Trainer Hans-Jürgen Boysen, erste Halbzeit. Was haben Sie den Jungs in der Pause jetzt gesagt? Ja gut, sehr zufrieden kann ich natürlich mit dem Ergebnis sein. Und normalerweise mit einem Mann Überzahl sollten wir in der zweiten Halbzeit in der Lage sein, das Spiel zu kontrollieren und für uns nach Hause zu schaukeln. Wobei ich spielerisch in der ersten Hälfte nicht zufrieden war. Haben Sie Veränderungen vorgenommen jetzt in der zweiten Halbzeit? Ja, allerdings, es gab einen Platzverweis für den Gegner, Dietmar Roth und vor allen Dingen Paul Koutsoulakos in einer sehr verantwortungsvollen Position auf Libero, waren gelb vorbelastet. Ich habe beide Spieler aus taktischen Gründen aus der Mannschaft genommen, um unbelastet in die zweite Halbzeit zu gehen. Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel zu 11 mit einem Sieg beenden. Das wollen wir auch, hoffen das. Wir wünschen viel Glück und geben ab zu Florian Nass. Er kommentiert die zweite Halbzeit. Die Frage war, wie würde dieser Mann reagieren in der zweiten Halbzeit? Dr. Franz Xaver Wackmann hat schon oft erlebt, dass Schiedsrichter dann in den zweiten 45 Minuten nochmal umfallen, wenn sie sich Gedanken gemacht haben, was sie da in der ersten Halbzeit tatsächlich gepfiffen haben. Die Gastgeber mit der ersten Chance von der rechten Seite. Das ist Mario Maric, der ein sehr gutes Spiel machte. Und er holt den Eckball raus in der 55. Minute. Wie gesagt, die Reutlinger ab Minute 31 in Unterzahl nach dieser gelb-roten Karte gegen Adube. Und dann ist Kast am Ball. 1:2. Nur noch. Der Kapitän Joachim Kastner hatte die Hintermannschaft der Offenbacher Kickers, die Mannen vor René Keffel, richtig tief geschlafen. Der Ball kreuzt den gesamten Strafraum. Im Fünfer steht er frei. Joachim Kast macht das 1:2. Dann Oliver Späth, Kohlinger und Marco Langner und der Nachschuss von Oliver Roth. Langner, der hier seinen bösen Patzer aus der ersten Halbzeit zumindest ein klein wenig vergessen machte. Spielerisch, aber das muss man wirklich sagen, die Kickers blieben vieles schuldig in dieser Partie. Nochmal das Nachsetzen von Olli Roth, aber einmal hatte er eigentlich das Glück ausreichend strapaziert. Ziegler, 40-50 Zentimeter. Armin Fee konnte zufrieden sein, was seine 10 Mann da unten auf dem Rasen vor den 5000 Zuschauern veranstalteten. Sie setzten ihren Gegner unter Druck. Wieder Maric mit enormem Laufpensum, überläuft Gramminger und macht das 2:2. 67. Minute, Ausgleich, hochverdient muss man sagen, Mario Maric mit dem Ausgleich. Und der hätte Armin Fee sicherlich und den Fans des SSV Reutlingen schon gelacht. Ein bisschen Glück war dabei, dass Michael Köpper das Leder nicht davon spitzeln konnte. Aber der Einsatz von Mario Maric, klasse. Die Antwort der Kickers, Oliver Späth.
Freistoß, klare Sache eigentlich. Aber weiterhin beschäftigten sich vor allem die Reutlinger in erster Linie mit den Aktionen des Schiedsrichters in der eigenen Defensive. Viel Diskussionsstoff, in der Tat allerdings für den Pfeifenmann. Langner. Und Kohlinger verpasst. Langner im Nachsatz. Es fehlte in den Angriffsbemühungen in der Tat der letzte, der entscheidende Pep bei den Kickers. Kaum zu erkennen, dass sie überhaupt in Überzahl spielten. Die Reutlinger machten das mit Laufarbeit wett. Michael Zayaya und dann der Beste, Markus Ziegler. Ein feiner Pass. Maric ist da drin. 3:2 in Unterzahl. Gespielt waren 75 Minuten. Der Mann des Tages. Die Männer des Tages. Markus Ziegler und sein feiner Pass auf Mario Maric. Schauen wir uns nochmal an. Klasse gelupft. Hinweg über Köpper. Der Blick, der Schuss. 3:2. Noch einmal. Weil es so schön war. Der schönste Treffer des Tages, wenn auch nicht der kurioseste. Den muss man in der Tat Oliver Roth gut schreiben. Wo blieb die Antwort der Kickers? Kastner. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit im Spiel. Dazu kamen noch Kessler. Und am Ende Hartmann. Aber die besseren Chancen ganz eindeutig beim SSV Reutlingen. Die Führung längst hoch verdient. Man musste sich zwischenzeitlich auch fragen, wieso diese vielen Wechsel. Ausgezahlt hatten sie sich nicht. Hinterher ist man immer schlauer, könnte man sagen. Auf jeden Fall ein verdienter 3:2 Erfolg für den SSV Reutlingen. Ein geknickter Hans-Jürgen Beusen. Die Stimmen zum Spiel. Wir haben indiskutable Leistung geboten, im Grunde genommen die ganzen 90 Minuten. Wir sind schon glücklich in Führung gegangen. Aber was sich in der zweiten Halbzeit abgespielt hat, war eine Frechheit. Es tut mir leid für all die Zuschauer, die heute hierher gefahren sind. Wir haben weder die Einstellung gefunden, noch haben wir die Zuordnung zu den Leuten gefunden. Die sind durchs Mittelfeld marschiert mit Tempo auf die Abwehr drauf. Nichts hat zusammengepasst und wir haben verdient verloren. Glückwunsch also. Vor der Sendung haben wir auch gesagt, es wird der Monat der Wahrheit, Hans-Jürgen Beusen. Die erste Wahrheit ist da, der OFC hat verloren. Und das ist eine bittere Niederlage. Sie sind mit Selbstbewusstsein, berechtigter Selbstbewusstheit in die zweite Hälfte gegangen, haben 2:0 geführt und haben trotzdem noch so bitter verloren. Was ist Ihre Kritik? Ja gut, schon die erste Halbzeit war schlecht, aber wenn man schon die Möglichkeit hat, mit 2 Toren im Rücken und Überzahl in die zweite Hälfte zu gehen, dann gewinnt man dieses Spiel und fährt es nach Hause, wenn eine gesunde Einstellung da ist, die Gegner angegangen werden, ein vernünftiges Zweikampfverhalten an den Tag gelegt wird. Und meine Mannschaft, die hat heute die Punkte schon eingeheimst gehabt, bevor das Spiel zu Ende war. Das war der ganz große Fehler. Wir waren nicht auf dem Platz. Ich bin über die gesamten 90 Minuten enttäuscht. Aber diese Spiele, die gibt es. Und es ist sicherlich trotz allem kein Grund, die Mannschaft für dieses Spiel so niederzumachen. Damit es muss ja positiv weitergehen und das werden wir auch schaffen. Sie haben Kurzeljakos und auch Dietmar Roth ausgewechselt. Zwei erfahrene Leute, die Sicherheit in die Abwehr bringen. War das vielleicht ein Fehler, will ich nicht sagen, aber war das vielleicht auch mit ausschlaggebend? Das darf nicht sein. Zum einen hat sowohl Kastner wie auch Steven Kessler in der Vergangenheit sehr gut gespielt bei uns. Dietmar Roth war gelb-rot gefährdet und auch Paul Kurzeljakos auf der Libero-Position. Zudem lief es auch von hinten heraus nicht gut. Deswegen waren die Maßnahmen korrekt und man muss auch durch die Auswechslung in Überzahl mit 2:0 dieses Spiel nach Hause schaukeln. Das hat weder was mit Taktik oder mit Auswechseln zu tun, sondern ganz einfach mit einer indiskutablen Leistung der Mannschaft. Wir haben eine ganze Menge Tore. Es waren tolle dabei, leider zu viele auf der Reutlinger Seite, sagen wir aus Hessen. Sicht. Wir wollen uns diese ansehen. Das 1:0 war wunderbar herausgespielt. Sagen Sie selbst was denn? Gut, diese Variante haben wir ähnlich wie Freistöße eingeübt und dass sie heute wieder geklappt hat, hat mich sehr für den Gindermeier gefreut. Solche Tore, die gehören dazu. Ging gut los, dann ein Glückstreffer, muss man sagen, von Olli Roth in der 26. Minute. Ein kurioser Treffer, den wir selbstverständlich auch noch einmal zeigen möchten. Olli Roth mit dem Abpraller zum 2:0 für die Kickers. Kriegen wir das? Mit Frage an die Regie. Da kommt's.
Ja, da kommt der Rückpass zum Torhüter. Ich sage immer, wir müssen auch Druck ausüben. Unter Druck passieren immer wieder Fehler. Und das hat der Oliver Roth in dieser Situation sehr gut gemacht und hat Langner ganz schlecht aussehen lassen. Und dann gab es eine Szene, über die natürlich verständlicherweise die Reutlinger erbost waren. Ein Foul, da haben wir es nochmal gesehen. Ich glaube, es ist ein Foul. Es ist eher ein Elfmeter. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, wir sehen es dann auch nochmal in Zeitlupe. Wollen das Ganze noch einmal sehen. Hier, nochmal ganz genau. Körper. Und da sieht man es genau. Ja gut, aus meiner Sicht wäre das Spiel nicht zu sehen gewesen, aber hier, da kann man sicherlich auch einen Strafstoß geben, aber wenn der Linienrichter bzw. der Schiedsrichter schlecht steht, dann kann halt eben auch mal der Pfiff ausbleiben. Nee, ist klar, ist keine Kritik an diese Seite, ganz klar. Dann Halbzeit 2:0 geführt und dann der Anschlusstreffer von Kast in der 54. Minute. Irgendwas spät, muss die kurze Ecke verhindern, er hat geschlafen, dann kommt die Flanke nach innen, Ball wird verlängert, dann ist ihm alles drin, Stefan Simon, Stellungsfehler, er hat die Zuordnung zu Kast gehabt und der Kast vollstreckt dann zum Anschlusstreffer. Man hat sich immer mehr in die Defensive drängen lassen, 66. Minute. Gut, hier ging ein Fehlpass von Tom Stone voraus, dann sehr schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation von Bernd Kramminger und auch von Michael Köpper. Wenn ich da aggressiv dazwischen funke, kommt Maric niemals zum Torabschluss und das waren eine Aneinanderkettung von drei Fehlern, die dürfen uns nicht passieren. Und der Schlimmste kam dann in der 77. Minute, Maric mit dem Siegtreffer. Ich habe zur Pause auch gesagt, es besteht überhaupt kein Grund, hinten auf Abseits oder einer Linie zu spielen, auch nicht nach dem 2:2, dann nimmt man halt eben Punkt mit nach Hause. In dieser Situation haben wir unnötig auf einer Linie gespielt und dann halt eben blieb die Fahne unten, war auch kein Abseits und Reutlingen hat durch den 2. Treffer von Maric verdient gewonnen. Wir freuen uns trotzdem auf das Spiel nächste Woche gegen Wien. Wir werden mit dabei sein. Wir wissen noch nicht, ob wir live sein werden oder nicht, aber wir werden auf alle Fälle in irgendeiner Form mit dabei sein. Danke für den Besuch nochmal hier bei uns. Wir gucken uns aber gemeinsam noch die Ergebnisse der Regionalliga an. Es wurde